Hallo ihr lustigen Menschen da draußen, ich begrüße euch hier in Blackguards im DSA-Universum und wir kämpfen gerade eben gegen Leute, die irgendetwas mit den Purpurschnecken angestellt haben. Ja, die ist eigentlich nur eine Nebenquest, aber wir erledigen das natürlich genauso gewissenhaft, als wenn es die Hauptquest wäre. Also, knüppeln wir drauf. Ja, das nenne ich mal gewissenhaft. Gewissenhafte 12 Schadenspunkte verursacht. Und zustoßen. Ja, wir bleiben bei den 12. Das sind ja auch die 12 Götter hier im DSA-Universum, ne? Also, der ist ordentlich schon angeschlagen. Der ist noch mehr angeschlagen. Piek ihn doch mal. Zaubern müssen wir ja auch nicht jetzt jedes Mal. Au! Was soll denn das? Das ist ja gemein. Das halte ich davon, so. Ach Gottchen, warum müssen eigentlich immer alle Gegner Gift haben? Dann müssen wir halt mal doch einen Kampfzauber rausrotzen. Ignifaxius Flammenstrahl. Bäm. Ich find's irgendwie nicht gut, was die da Aurelia machen. Ich bin vergiftet. Das warst du vorher schon. Die geht wahrscheinlich gleich down, wenn wir Pech haben. So. So wie der hier. Ich würde mal sagen, du gehst mal hier hin. Hältst dich mal ein bisschen raus und haust dir selber ein Clarum Purum drauf für volle 15. Feuerresistenz heilt alle Gifte der Stufe 1. Ja, 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 ja. Vielleicht reicht es ja schon. Ne, reicht nicht. So, das reicht aber hoffentlich dem hier jetzt gleich. Es hat gereicht. Zwei Probleme weniger. Na toll. Es fehlt bloß noch der Magier, dann sind alle vergiftet. Boah, der ist ja ordentlich. Was ist denn das für ein Gift, ey? Ha! Trotzdem für 11 getroffen. Ich hasse es, wenn die Gegner so viele Bogenschützen haben. So, Moment, das ist fast down. Da machen wir einen kleinen Ignifaxius drauf. Das sollte reichen. Jawohl. Haha, Passierschlag gekriegt. Das ist doch schön. Gift. Piek ihn mal. Immerhin hat er seine Parade jetzt hoffentlich damit verbrauchen müssen. Zack. Der Todesstoß ist echt die beste Fähigkeit von dem guten Takate. Ich bin vergiftet. Ja. Wir leuchten alle so in einem gesunden Grün. Komm, hau den mal da um. Jawoll! Hau den Lukas quasi. Ich weiß nicht, ob er Lukas hieß. Ich glaube nicht, aber das ist sein Problem. Boah, der ist schon voll verwundet. Also diese Gifte, die sind wirklich sehr, sehr unschön. Und wir müssen jetzt echt mal heilen. Komm schon. Rakate ist wieder auf dem Damm. Und du gehst mal dahin, um ihn hier zu binden. Dann kann der auf jeden Fall nicht wegrennen. Au. Heilung? Irgendjemand heilen? Wäre, glaube ich, total cool. Kannst du ihn heilen? Ja, volle 15 Leben. Soviel zum D-Thema. Nee. Nee. Nee, dann machst du bloß eine kleine Heilung. Und zwar den ganz, ganz kleinen Clarum Purum. Der bringt ja auch schon 10 Lebenspunkte. Dann machst du immerhin schon mal ihn wieder voll. Autsch. So, erstmal den hier umklatschen. Er hat pariert. Boah, irgendjemand sollte jetzt demnächst echt mal sich um ihn kümmern. Und Stich! Und jetzt ist er im Bedrängnis, das heißt, er kann nicht mehr so gut sich um alle kümmern. So, geh du mal da ein Schrittchen weg. Tu jetzt mal was Gutes für den kleinen Zwerch. Sehr gut. Und du? Du kannst eigentlich immer noch heilen, ne? Das
Das braucht der Torgal jetzt auch ganz dringend. Volle 15 Lebenspunkte wären das cool. Oh, sie verkackt's. Na toll. Ich glaube, Torgal liegt jetzt gleich. Ja, weil die alle so Profi-Bogenschützen sind. Als wenn sie irgendwie den ganzen Tag nichts anderes machen würden. So. Aber wir pieksen den ganzen Tag. Und das können sie wir dadurch natürlich auch extrem gut. So, jetzt stellen wir den Torgal mal wieder auf. Zumindest versuchen wir es. So. Da steht er wieder. Ich hasse Gift. Ja, das glaube ich dir. So, Torgal ist wieder auf dem Damm. Autsch. Ihr macht's nicht besser durch eure Schießaktion. So. Attacke! Ich finde seinen Speer total cool. Boah, was ist denn das für ein übler Kampf? Der ist ja mega heftig. So, Moment. Takate nochmal heilen. Der macht nämlich gut Schaden. Wenn er denn rankommt. So, wen muss ich nochmal heilen? Am besten nochmal Torgal, würde ich sagen, ne? Und nochmal für die volle Power. Autsch. Autsch. Ach Gottchen, ihr werdet jetzt gleich so leiden. Das verspreche ich euch. Aus Frust haue ich jetzt erstmal die Dinger hier weg, damit ihr sie nicht mehr verstecken könnt. Ich habe jetzt nicht unbedingt so viele Möglichkeiten. So, nachrücken. Und beenden. Gift. Nachrücken. Und warten. Boah, diese miese Bande, ey. Haha, ausgewichen. So, und jetzt binde ich euch im Nahkampf, ihr kleinen, miesen Kerle. So. Kommt ihr jetzt erstmal nicht mehr weg. Und dir knöte ich gleich eine. So. Du kannst eh noch nicht zaubern, das heißt, du rennst jetzt erstmal hier hin. Ah ja, genau. Und du hast ja diese Runde dich schon bewegt, jetzt bewegst du dich halt den Rest voll. Gift. So, den Zwerg heilen. Für ein paar Lebenspunkte zumindest. 10 Stück sind besser als gar nichts. So, die wechseln jetzt ihre Waffen. Und wir haben einen Freischlag. Volle Power drauf. So. Dasselbe ist auch hier angesagt. Komm, die hauen dir sogar um. Sehr gut. Jetzt liegst du im Dreck, das hast du jetzt davon. Und zack. Und du bleibst sogar liegen, würde ich behaupten. Ja gut, dann verzögern wir mit dir. Oder wir beenden sogar. Mit dir verzögern wir. Und mit dir stechen wir hier mal so richtig schön rein. Zack. Bleibst du liegen? Nee, bleibst nicht liegen. Wuchtschlag. 17. Das sollte gereicht haben. Tja. Hat es sich tatsächlich mal... Oh, ein Effort Bart. Da müssen wir gucken, ob der nicht vielleicht was für Takate wäre. Das ist nämlich ein dreizackartiger Speer, der heißt deshalb Effort Bart, weil er hat eine interessante Dreizackform, also nicht wie so eine Gabel, sondern es ist schwer zu erklären. Googelt's einfach, Effort Bart. Dann seht ihr's. Nein, ich habe den Kampf nicht verloren. Kleiner Spaß am Rande. So, Moment, jetzt gucken wir mal, was der Effort Bart kann. 1W6 plus 4, Attacke 1, Parade 0. Das ist besser als das, was er hat. So, jetzt seht ihr es, ja? Ihr seht quasi, wie dieser Effort Bart aufgebaut ist, ne? Also, da gehen drei Arme raus, quasi in 60-Grad-Winkeln sozusagen. Ne, Quatsch, Blödsinn. 360 Grad geteilt durch einen 120-Grad-Winkeln, so rum, genau. Denn das Ding hat ja tatsächlich auch 360 Grad. Und von jedem dieser Arme geht dann quasi eine Spitze, so eine kleine Mini-Lanze aus. So, und wie ihr seht, also Initiative Malus ist geringer.
und macht den gleichen Schaden, hat aber weniger Probleme. Das ist ein zeremonieller Dreizack der Effort-Geweihten, muss man übrigens dazu sagen. Das ist also eigentlich eine Geweihtenwaffe im Großen und Ganzen. So, jetzt quatschen wir mit denen hier. Sind das hier eure Purpurschnecken? Heißt das, ihr habt den Healer Ramon besiegt? Das war eine Kleinigkeit. Und die Beute? Was meint ihr? Na, fast alles, was ihr bei den Banditen gefunden habt, stammt ja aus unserem Dorf. Das ist doch wohl ein Witz. Ich kann das Geld gar nicht denen geben, weil ich gar kein Geld gekriegt habe. Also ich habe keine 10 Dukaten. Wenn ich 10 Dukaten gekriegt hätte... Was ist das? Ist das ein Bug? Vielleicht hättet ihr es euch selbst wiederholen sollen. Finde ich jetzt gerade eben kurios. Wie ihr seht, wir haben nur 2 Dukaten. Ich habe gerade kein Geld ausgegeben. Ich habe manchmal das Gefühl, man bekommt das Geld nach den Kämpfen nicht. Kommt mir manchmal einfach so vor. Die Götter zum Gruße. Sucht ihr ein Bett? Ja, ganz dringend. Ihr seid jederzeit willkommen. So, jetzt haben wir nur noch Wunden, die müssen wir irgendwo heilen. Ich habe gerade keine Zeit. Okay, Auralia ist immer noch unfreundlich. Dann gehen wir einfach. Wieder nach draußen auf die große, weite Welt. Und schauen wir mal, was hier das Questlog sagt, denn wir sind immer noch nicht fertig. Jezabellas Erbe. Wo ist denn das hier? Finde Jezabellas Erbe. Das muss doch eigentlich... Ist nicht zu sehen. Nee. Das heißt also, Bettlermädchen findet alles hier statt. Genau, da müssen wir noch hin. Die alte Schachtel. Also nach Teniran müssen wir... Na komm, zu. Vielleicht gibt es hier noch einen Heiler in Bilhen. Schauen wir da auf jeden Fall erstmal nach. Was ist denn das hier? Eine alte Frau. Signore Grimani. Kennen wir uns? Nein. Oh, warum sind die Götter so grausam? Was gibt es, Mütterchen? Meine Enkelin. Meine Sina ist verschwunden. Ich bin eine alte und kranke Frau. Ich habe doch sonst niemanden. Bitte, bringt mir meine Sina zurück. Wie sieht das Mädchen denn aus? Sie ist noch ganz jung. Das hübscheste Ding im ganzen Dorf. Wenn man sich hier so umsieht, ist das noch lange kein Kompliment. Ich hätte sie niemals alleine in den Wald gehen lassen dürfen. Mabis lebt dort. In den Lanego-Wäldern. Ein finsterer Druide. Also bevor ich mich mit einem Druiden anlege, will ich erstmal die Wunden geheilt haben. Und ja, ich hole das Mädchen. Wenn du mir versprichst, hier jetzt nicht irgendwie runterzuspringen, das würde ich irgendwie daneben finden. Ah, da wohnt der Druide. Wir gehen jetzt aber erstmal hier hin. Lass mich doch einfach mal einen Heiler aufsuchen. Kein Heiler. Na toll. Was darf sein? Ein Netaner Gold? Nein, wir wollen eigentlich die alte Schachtel. Goryo schickt uns. Er sagte, ihr verwahrt eine alte Schachtel für ihn. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass ihm die Schachtel was bedeutet. Was soll das heißen? Ich habe sie mit allerlei anderem Trödelkram einer Händlerin aus Willep verkauft. Wenn ich das geahnt hätte. Kann ich sonst etwas für euch tun? Ja, du kannst tot umfallen. Vielleicht später. Oh Mann, okay, nach Willep. Wo ist denn Winnep? Wobran? Winnep, da war's, genau. Machen wir eine halbe Weltreise für die ganzen Käse. Immer noch kein... aber ein Lehrmeister. Wie kann ich helfen? Heilung! Wir brauchen einen Heiler. Oh, zum Glück. Elfenheiler. Ihr seid ein Elf. Zweifellos. Was verschlägt euch hierher in den Süden? Eine Frau. Was sonst? Dann ist ja alles geklärt. Auf geht's. Muss eine interessante Frau sein, wenn ihr für sie den Weg auf euch genommen habt. Interessant und schön. Sie heißt Ninive und lebt zwischen Festina und Laufas. Grüßt sie von mir, wenn ihr sie seht.
aber macht mir keine Hoffnung, das wäre nicht gerecht. Okay. Zwischen Ninive und... Bis dann. Fester, einfach grüßen, ja, ja. Alles aus zweiter Hand, dafür aber billig. Ja, unwahrscheinlich schlecht. Ach, da ist es. Ja. Erstmal an. Was hat sie anzubieten? Was habt ihr anzubieten? Bevor wir es uns mit der guten Frau vielleicht verscherzen, will ich geguckt haben, ob die nicht irgendetwas Sinnvolles hat. Oh Gott, wir sind so blank. Wir suchen eine alte Schachtel, die ihr dem Wirt in Belen abgekauft habt. Erinnert ihr euch? Ungern. Das Mistding war nicht aufzukriegen. Ich ahne Böses. Ich habe sie dem Schmied in Lorfers für ein paar Münzen verkauft. Das war so klar. Ist was Wertvolles drin? Das will ich hoffen. Am Ende sind es irgendwie, keine Ahnung, seine alten Socken. Aber er will sie haben, weil seine Lieblingssocken sind. Danke. Auf sowas laufen doch solche Quests immer hinaus. Lorfers, hat sie gesagt. Ja, Lorfers. Wo ist Lorfers? Die Leute kommen ja extrem viel rum, ey. Wo ist Lorfers? Hallo? Ist Tina? Lorfers. So. Wäre einmal die Runde bald gemacht, ne? So, ein alter Schmied. Fesir, mit dem reden wir nachher. Erstmal mit dem Schmied. Gebt mir noch etwas Zeit. Ich treibe das Geld auf. Zeit hattet ihr genug, teurer Freund. Die Geduld der Gilde ist am Ende. Aber wenn ihr mein Hab und Gut findet, wie soll ich die 100 Dukaten jemals zurückzahlen? Oh, das wird nicht länger eure Sorge sein, Schmied. Euer Hab und Gut wird zusammen mit euch ein tanzendes Feuer auf dem Scheiterhaufen abgeben. Was? Nein! Heda Gewürm, was habt ihr hier zu suchen? Ach, ganz einfach. Ein jemand, der sie so gewählt und so freundlich ausdrückt und darüber hinaus so ein Menschenfreund ist wie ihr, hat meine Aufmerksamkeit voll und ganz verdient. Ich suche Streit. Lass den Schmied in Frieden. Frieden? Oh, Frieden ist nicht mein Beruf. Dann wirst du ihn jetzt suchen und finden. Oder besser gesagt, du hast ihn bereits gefunden. Und er wird jetzt gleich eintreten, in dem Augenblick, wenn dein Körper tot zu Boden fällt. Den können wir tatsächlich sogar schon pieken. Tja, ich hoffe, das tat schon mal gut. Das war der Vorgeschmack auf das, was dir gleich blüht. So, du wirst jetzt hier nämlich hier umrundet, mein Freund. Du kommst hier nicht mehr weg. Da ist auch einer. Da machen wir mit Torgal. Nee, den lassen wir kommen. Genau, mit denen verzögern wir jetzt gerade eben erstmal eine Runde. So, der wechselt nämlich jetzt schon mal seine Waffe. Der schießt heute nicht mehr. Zögerst. Ah, das sind gleich mehrere. Tja, pariert. Und, Torgal, red doch mal mit dem unfreundlichen Herrn hier, ne? Über Gott und die Welt und... Okay, er ist leider nicht umgefallen. Schade. Hätte ja sein können, dass das klappt. Geh mal da hin. Ich möchte nämlich, dass der eventuell... auf den hier können wir das machen. Sehr gut. Zack! Volle 10. Aber vergiftet ist er irgendwie nicht. Das macht nur Giftschaden, aber er ist nicht vergiftet. Du bekommst einen Corpofesso. Oh ja, die volle Ladung. Ich will es einfach nur mal gesehen haben. Naja, ich habe mal wieder gesehen, wie Zoberan einen Zauber verkackt. So, niederstechen die Sau. Und, ja, komm. Hau ihn um. Den unfreundlichen Welchen habe ich meine Drohung immerhin schon mal wahr gemacht. Knüppel drauf. Zack. Volle 11. So, dann gehen wir da hin. Und dann auf diesen hier zaubern. Genau. Ach, sie verkackt. Schade. Zum Henker damit. Ausgewichen. Yay. Und nein, nicht auf Torgal. Ich will, dass du auf diesen hier einen schönen... Ach nee, bleiben wir beim Ignifaxius, aber einen mittelmäßigen. Burn, baby, burn.
Let the motherfucker burn. Entschuldigung, der musste raus. So. Können wir den theoretisch umhauen? Ja, tun wir erstmal dem hier weh. Der ist ja ganz, ganz gut im Geschäft gerade eben mit dem Zwerg. Ja, das tat ihm weh, das tat ihm weh. Wir tun ihm nochmal weh. Jetzt hat er es hinter sich. Und dieser hier auch. Und du gehst mal dahin. Ich will nämlich nicht, dass du mit dem Mann hier redest. Der ist irgendwie ungesund. Der hat schlechte Manieren und so weiter. Aha, okay. Das war, glaube ich, technischer Overkill. Ja, was sagst denn du jetzt dazu zu Gott und die Welt? Volle Power! Und er verkackt. Nee. Tja, Torgal weicht aus. Und dann kann nämlich der gute Takate ihm ein Loch irgendwo hineinstanzen. Schöne Truhe. Schöner Raum. Muss man sagen. So. Anscheinend gibt es noch zwei Gegner. Ich frage mich, wo der zweite ist. Ich sehe gerade keinen weiteren Gegner. Kann ich dich umstoßen? Oh, das wäre so richtig lieb. Yeah! So. Komm, da darf jeder einmal draufhauen. Boink! Okay, er steht schon wieder. Schade. Aber ich durfte immerhin einmal frei draufhauen. Ah, das hat er pariert. Das bringt ihm alles gar nichts. Es ist nämlich vorbei. Ich bitte euch, keinen Grund, brutal zu werden. Du lässt den Schmied in Ruhe. So wahr ich hier stehe, auch meinen Posten als Verwalter werde ich aufgeben. Glaubt mir, die Lücke, die ich hinterlasse, ersetzt mich voll und ganz. Das glaube ich sofort. Und nun verschwinde. Was war das für ein Spruch? Die Lücke, die ich hinterlasse, ersetzt mich voll und ganz. I don't get it. Oh, wir haben Robenschuhe bekommen. Sehr schön. Und ein paar Sehnschneiderbolzen. Wenn wir nur Bolzen verwenden würden. So, liebe Leute, diese Folge ist quasi vorbei. Ihr habt mir das Leben gerettet. Weshalb habt ihr das getan? Ihr besitzt etwas, das wir haben möchten. Was immer es ist, es gehört euch. Eine verschlossene Schatulle. Ihr habt sie in Winner bestanden. Aber natürlich. Hier, nehmt sie. Ich habe sie sowieso nicht öffnen können. Und nehmt dies als Dank. Was haben wir jetzt noch bekommen? Keine Ahnung. Ja, so oder so, liebe Leute, die Folge ist vorbei. Ich danke euch fürs Zuschauen. Schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn wir hier weitermachen in Blackguards im DSA-Universum. Ich bin Mr. Merp, wünsche euch einen schönen Tag und sage Tschüss und Ade.